Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Ghetto Games zum nächsten Pack Opening. Diesmal gibt es das Set Pokémon Karmesin und Purpur Paldeas Schicksale. Das nächste große Shiny Set vom Pokémon Sammelkartenspiel. Ich kenne ja schon Shiny Fates und wie sie alle hießen. Dieses Mal Schicksale in Paldea oder Paldeas Schicksale. Mit Mimikma. Warum eigentlich Mimikma? Weil Mimikyu geil ist. Ja, es ist geil, das sehe ich ja ein. Mimikyu ist super nice. Ja, gerade die Regie. Ich kann euch sehr empfehlen. Schaut mal auf den Battle Arena Kanal, denn da für die Regie eigene Openings durch. Das ist mein privater Kanal. Und wir gucken mal, was hier Schönes drinnen ist. Also auf jeden Fall wieder Shiny Pokémon, wie schon bekannt. Im Artstyle von der letzten Generation auch schon. Also es sind keine Radiant Pokémon, keine schillernden, sondern wieder diese ganz normalen Shiny Pokémon mit der Folie von den Full Arts. Und wie immer ein paar Tipps und Tricks. Und dieses Mal kommt das nicht in Displays, wie wir es schon kennen, sondern einfach wieder in Form von Sonderboxen, die sehr, sehr cool aussehen. Also mir gefällt dieser Stil sehr, sehr. Okay, dieses Muster drauf finde ich persönlich mega hübsch. 9 Booster Packs an der Zahl, Energie lasse ich mal drin. Eine Promo und Sleeves. Und auch sehr, sehr coole Würfel. So, das gebe ich rein. Das ist eine Code-Karte. Unsere Sleeves gebe ich rein, auch ein Mimikyu. Voll nice. Sehr, sehr schön. Also, wenn die nicht so matt wären hier vorne, ja, wären die echt schön. Und ich würde sagen, wir legen los. Gucken wir erstmal die Promo an. Und dann gucken wir uns die Booster an. Das ist echt ein cooles Muster. So. Mimikma vom Typ Psycho mit 70 KP und der Fähigkeit Bodyguard und der Attacke Gastauge in Shiny. Sehr, sehr hübsch. Voll die cute Karte. Und die kommen natürlich erstmal in den Toploader. Ich finde es auch schön, dass jetzt wieder mal die ganzen Sachen gepromot werden. Also, dass die ganzen ETBs immer eine Promo drin haben. Ich mag die Omi. Das war ja voll die Seltenheit. Die gebe ich die Regie. Die ja nicht hinlegen. So. Wählen Sie das Glückspack. Auf jeden Fall nicht Pikachu. Gott sei Dank. Nehmen wir die. Grand Fugita, okay. Ja. Unser Glückspack. Unsere Promo. Und wir legen los. Das Set ist 90 Karten stark. Im Normal. Wenn die ganzen Shinies dazukommen, sind wir mal sehr schnell bei 245. Also ist schon einiges an Karten. So. Wir gehen rein mit FM. Didenne. Frostpino. Kloptopus, Rasaf, Leval, Fragrunz, Elfun als Reverse. Nein! Als erste Karte ein Shiny Pavo. Oh mein Gott, das ist einfach so der One. Oh nein, nein. Und wir haben noch einen Riesenzahn EX. Gib mir das. Also, Gate to the Luck ist am Start, Leute. Ich würde sagen, das wird eines der nicesten Openings, denn ich habe mir sagen lassen, dass die Boxen wohl sehr, sehr gönnen. Ja, erstmal Shiny Pamo, sehr, sehr schönes Artwork. Eine Most Wanted Karte von uns tatsächlich. Und ja, wir gucken weiter. Da ist auch schon das Riesenzahn. So, perfekt. Wir machen weiter mit Ferkuli. Gierspenst. Mobtiff, Pantimimi, Nemilias Rucksack, Kaokto, Technische Maschine Krisenhieb, ein Mobtiff als Traverse, ein Shiny Kramux im zweiten Pack und ein Monetigo als Holo. Soll ich die auf? Was? Toploader? Ja, bitte. Ja, bitte, bitte. Ich hoffe sehr, das war mein erstes Shiny, was ich selber gebrütet habe.
Darf ich vorstellen, das ist übrigens die Regie, die mir teilweise auch über Discord zugeschaltet war und mir Infos gegeben hat. Also, ja. Zorro-Keks. Musst du jetzt überlegen? Nein, ich hab gedacht, du sagst das. Labras. Ach so. Die hätte ich übrigens sehr, sehr gerne in der Form mit den Karmesin-Schülern. Das wäre voll cool. Marakamba. Auch ewig nicht gesehen, dieses Glutexo. Der elektrische Generator. Kamerups, mal mit einem coolen Artwork. Palim Palim. Gengar als Reverse. Und ein Mimikma als Holo. Ah, bei der Schicksale scheint doch ein nice Set. Ich würde auch ganz ehrlich sagen, also guck die Beschreibung, da ist alles verlinkt. Sowohl die ETB als auch die ganzen Blister und so. Ich verlinke euch die komplette Paldea-Seite, wo ihr euch alles raussuchen könnt. Ich finde das Set auch weitaus schöner, jetzt schon, als 151. Also schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich mochte 151 nicht so gerne. Ich fand die Pullrate aus den ganzen Sachen, die ich geöffnet habe bei Gate to the Games hier, echt sehr miserabel. So, Enigmara. Famibs. Shugi. Hefel als Reverse. Taldea-Schüler als Reverse. Und eine Forschung des Professors als Holo. Wie auch bei solchen Sets leider viele Reprints dabei. Aber damit kann man leben. Bei so coolen Sachen. Übrigens, meine Most Wanted Shiny wäre ein Entei. Das wäre schon sehr cool. Würde ich sehr feiern. So, wir machen weiter mit Sweeps, Paldea Felino, Natu, Alpollo, Irokex, Kamerupt, Backe, Krimanzo als Reverse, Schmerbe als Reverse und Mimikma als Holo. Ja, passend zum Bock, ne? Ja, die zweite jetzt schon. Vier Packs noch. Bin sehr gespannt, was du in deiner Box hast. Das sehen wir dann. Die nächsten Tage. So, Ferkuli. Gierspenst. Mobtiff. Pantimimi. Voltrian. Nemilas Rucksack. Karokto. Der Hyperball als Reverse. Marakamba als Reverse. Und ein Knattertox als Holo. Okay, to the luck, wo seid ihr? Und dann so letztes Pack, einfach Glückspack und das Lurak drin, ey. Das war so die Karte. Warum waren die jetzt andersrum drin? Keine Ahnung. So, Zurokex, Labras, Paldeas Schüler, Marakamba, Technische Maschine Krisenhieb, Glutexo, der elektrische Generator, das Sonnenbonbon, Dedenne und ein Mopex als Holo. Lack ist er jetzt aber nicht, ne? Ja, okay, das erste Pack war schon gut. Kramox ist cool. Wir machen halt langsam. Mal gucken, was in dem Disson diese Woche noch drin ist. Das ist das letzte Pack vom Glückspack. Jo. So. Come up. Tanzer. Waumboll. Sonnenbon. Kramorupt. Enigmara, Famibs, FM als Reverse, Neuburn, ein Uhafnir als EX Full Art und. Nein! Paldea Schüler! Oh mein Gott, du hast. Ich glaube, du hast das falsche Glückspack genommen. War das auch ein. Nein, das ist ein Pikachu. Also, Leute, Doppelhits sind drin. Und ich würde sagen, das sind zwei schöne Doppelhits, oder? Ja. Total. Ja. Ja, gönnst du mir das? Ja. Gut, ich gönne das auch. Also, ihr könnt gerne vorbeigucken auf meinem Kanal, ne? Dann werdet ihr auch sehen, dass sie halt unnormal Glück hat bei ihren Openings, ne? So. Letztes Pack. Glückspack, Leute. Das wäre sogar, also das ist sogar eine EX, die ich mir so ein bisschen gewünscht habe, weil das mit das Coolste ist, was aus den normalen Sachen rauszuziehen ist. Weil alles andere, sei es die Stadt-Pokémon in Shiny oder sowas wie Riesenzahl in Shiny, bekommt ihr als Promo-Karte in den ganzen Boxen. Das ist eigentlich voll cool,
aber auch voll schade, weil das ganze Set dann nicht so die ganzen coolen Hits hat. So, Knattox, Lumpy, Funfy, Gruff, Lanton, Bullardine, Fragruns. Fragruns als Reverse. Fragruns als Reverse. Doch, ein Fekuli als Shiny und ein Mastiffioso als normale Holo. Ja, ein kleines Schwänchen als Shiny. Passend zu dir. Hallo? Nicht so frech. Ich doch nicht. Ja, ich würde sagen, zwei Baby-Shinies, ein großes Shiny. Dazu noch eine Alternative Art. Eine Full-Art-Trainer-Karte und die coole Promo. Ich finde die Omi immer noch so süß. Ich finde, das hat sich doch voll gelohnt. So, Enigmara. Mimikma. Unsere Parmo-Karte. Die ist so süß. Die ist echt cool. Dann unsere Hafnir, auch sehr, sehr cool. Fekuli. Gramux. Unsere Riesenzahn. Und noch genau die richtigen Schüler aus Paldea, nämlich die richtigen Karmesin-Schüler. Denn Leute, wir wissen ganz genau, Karmesin ist einfach die bessere Edition. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich heute von euch. Nächsten Tage gibt es noch die ganzen Blister, die es jetzt zum Shiny-Set gibt. Also lasst euch überraschen, was da Schönes drin ist. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.